So, Melonen aus dem eigenen Garten anzubauen ist ein regelrechter Traum. Das ist auch in Deutschland möglich. Man braucht halt nur die entsprechenden Sorten. Die sollten recht früh sein. Habe ich bei mir sowohl Wassermelonen als auch Zuckermelonen. Und das Wichtige dabei ist halt, wenn man Melonen in seinem eigenen Garten kultiviert, dass man halt folgende Tipps beachtet, damit man den perfekten Erntezeitpunkt trifft. Weil das ist halt das Ärgerliche bei der langen Kultivierung von Wassermelonen. Die dürfen nicht zu früh geerntet werden, dann sind sie nicht ganz so süß und wasserhaltig. Wenn sie aber zu lange an der Pflanze sind, dann werden sie schnell überreif und dann hat man auch den Salat, dann schmecken sie nämlich mehr nach Alkohol und eigentlich überhaupt nicht. Von daher gibt es wichtige Merkmale bei Wassermelonen, die du einhalten solltest, damit du halt hier eine perfekte Ernte und perfekte Früchte bekommst. Damit du schöne, süße Früchte bekommst, ist es wichtig, dein entsprechendes Gießverhalten anzupassen. Am Anfang kannst du die Melonen auch ruhig ein bisschen mehr wässern, damit die Pflanze groß wird und auch die Früchte größer werden. Aber sobald dann die Pflanze damit beginnt, ihre Früchte auszureifen, Gießverhalten verringern. Denn je weniger Wasser sie bekommt, desto weniger Wasser hat dann die Pflanze auch zur Verfügung, dass sie halt hier das Wasser in die Frucht reinpumpt. Das heißt, deine Frucht wird automatisch süßer und wenn die Pflanze immer weniger Wasser bekommt, bekommt sie auch das Anzeichen dafür, dass es halt bald mit ihr zu Ende geht. Das heißt, sie legt auch viel mehr Energie und Kraft in die Ausbildung bzw. Ausreife der Früchte. Wenn du richtig große Früchte haben möchtest, dann würde ich die Pflanze auch ausgeizen und auch schauen, dass sie nicht ganz so viele Früchte hat, denn je mehr Früchte sie hat, desto mehr verteilt sie ihre Energie darauf. Wenn du eine große Frucht haben möchtest, dann solltest du auch wirklich nur eine Frucht pro Pflanze dran lassen. An diesem Prachtexemplar hier kann ich euch jetzt noch weitere Merkmale zeigen, damit ihr eine perfekte Wassermelone ernten könnt. Das erste ist der Klopftest. Eine unreife Frucht klingt manchmal eher hell und hat einen starken Widerhall, wenn wir hier so an der Melone klopfen. Eine überreife Frucht hat dann überhaupt gar keinen Schall mehr, hat dann eher einen dumpfen Sound. Von daher sollten wir hier so diesen Mittelweg finden. Die Melone sollte nicht zu hell oder schallhaft klingen, aber auch nicht zu dumpf. Der Klang einer reifen Melone ist gedämpft und etwas tiefer. Weiteres Merkmal finden wir dann auch hier am Stiel. Fängt hier auch schon ein bisschen an zu schimmeln. Aber nichtsdestotrotz, hier der Stiel ist auch ein wichtiger Merkmal. Das heißt, wenn dieser vertrocknet ist, ist es auch schon ein Anzeichen dafür, dass die Frucht langsam in eine optimale Reife geht. Bei den Honigmelonen ist es so, wenn diese reif werden, dann kannst du sie ganz einfach durch leichtes Ziehen von der Frucht entfernen. Wenn die etwas höher aufhängen oder so, dann fallen die in der Regel runter. Also von daher aufpassen. Außerdem, Honigmelonen erkennst du auch daran, dass sie reif werden, dass sie halt ihre Schale in der Regel so gelblich oder orange verfärben. So sind halt die meisten Sorten. Also du hast hier eine sortenspezifische Sache, die dann eher grün abfärbt, gibt es natürlich auch. Und die Honigmelonen, die haben auch wirklich einen intensiven, süßen Geschmack. Also das merkst du dann auch wirklich, dass die dann reif wird. Vor allem, weil dann sehr viele Tiere auf sie aufmerksam werden, wie Ameisen oder auch Schnecken und da halt gerne ihre Loch reinbohren. Der Drucktest kann auch ein wichtiger Indikator sein für eine reife Wassermelone. Das heißt, du kannst ein bisschen an der Schale drücken, die wird dann leicht nachgeben, springt aber auch schnell wieder in ihre ursprüngliche Form zurück. Also hier, wenn sie ganz hart ist, dann weißt du, dass sie noch nicht reif ist. Wenn sie schon zu leicht nachgibt, dann weißt du, dass sie überreif ist. Und der letzte Indikator ist hier diese gelbe Fläche. Hier lag die Wassermelone auf dem Boden und je länger sie auf dem Boden liegt, desto mehr wird diese grüne Schale, die sie am Anfang hat, hier zu dieser gelben Schale. Das heißt, es ist auch ein Zeichen von Reife. Wenn du halt jetzt zum Beispiel im Supermarkt Wassermelonen findest, die haben hier so eine schöne gelbe Fläche, dann weißt du, okay, die lag lange am Boden. Gutes Zeichen, dass die reif sein könnte. Das war's auch schon. Mit diesen Tipps baue ich schon seit Jahren erfolgreich Wassermelonen an. Nutze sie, wende sie gerne an, damit du hier deine perfekte Wassermelone hast, dass du hier eine wirklich süße, vollreife Erfrischung im Sommer hast. Ich liebe es, kann ich nur jedem empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Wassermelonen in Deutschland anbauen ist möglich, brauchst nur die richtigen Sorten. Hab bei mir welche auf der Saatgutliste und du brauchst einen fruchtbaren Boden. Findest du viele Videos auf meinem Kanal, werde ich dir jetzt hier zwei an der Seite verlinken, die dich interessieren können, wie du deinen eigenen fruchtbaren Boden aufbauen kannst. Vielleicht noch ein Tipp. Bei den Wassermelonen, wie man die auch richtig isst, speziell zum Thema Gesundheit, sind halt sehr spannende Videos, die du hier findest. Wenn dir dieses Video einen Mehrwert gegeben hat, gerne einen Daumen nach oben geben, gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wenn du vielleicht noch einen weiteren Tipp hast, den ich jetzt hier nicht erwähnt habe. Vielleicht kenne ich noch Methoden, die ich überhaupt nicht kenne, können wir hier gemeinsam lernen. Gerne auch den Kanal kostenlos abonnieren, auch auf meiner Webseite mal vorbeischauen. Gibt es noch weitere spannende Informationen und auch meine Angebote, die ich dir auch gerne anbiete. In diesem Sinne freue ich mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Wir sehen uns.